Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Lüdenscheid-Karte. Sind wir seit der letzten Folge wieder mal unterwegs. Und ja, ich nehme diese Folge direkt im Anschluss von der letzten Folge quasi auf. Und deswegen steht hier noch der Trecker, der muss abgeschleppt werden. Ich hatte ja am Ende der letzten Folge leider so ein bisschen verpeilt, den Abschlepper noch für dieses Fahrzeug zu rufen, genauso wie ich auch für den anderen Einsatz, der noch offen ist, vergessen hatte, einen weiteren Abschlepper zu rufen. Aber die müssten eigentlich, genau, jetzt in wenigen Sekunden abgeschlossen sein. Und dann kriegen wir direkt den nächsten Einsatz rein, einen TH1 Verkehrsunfall. Da brauchen wir auf jeden Fall Rettungswagen, Rettungswagen Notarzt, wir brauchen HLF und holen mal ein ELW noch dazu und noch einen Streifenwagen. So, Rettungswagen, die parken wir erstmal weiter hinten. Notarzt und hier auf die Seite stellen wir auch nochmal Rettungswagen plus Notarzt und HLF kann sich da mal so hier hinstellen. Und das müsste... Keine Ahnung, PKW stand da gerade, habe ich... Was ist PKW? Ist das Polizei oder... Was habe ich da mit PKW alarmiert? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung, ich hatte nur gerade die der Alarmierungsname ein bisschen verunsichert, aber egal. So, da sind wir eigentlich fertig mit, können wir zuklappen, ist abgeschlossen. Und dann gehen wir mal mit der Einsatzstufe ein bisschen hoch, oder? Jawohl. B1, PKW-Brand. PKW-Brand, aber keine Person mehr eingeschlossen, das ist okay, dann schicken wir ein LF hin. Kommen wir da irgendwie dran? Nö, kommen wir nicht. Dann parke ich hier vorne an der Straße, müssen wir den Verteiler hier hinten hinlegen und dann gucken, dass wir da löschen können. So, die Feuerwehr ist aber fast da, hat aber auch nichts mehr im Tank. Ja, die kommen vom letzten Einsatz im Wald, da war nichts mit auffüllen. Da hätte ich nur über den Abrollbehälter Wasser oder so auffüllen können. Wollte ich aber nicht machen. Viel Klickarbeit für nichts und wieder nichts. Deswegen... Hat das Fahrzeug nicht mehr so einen ganz vollen Tank. Hat es jetzt auch nicht zurückgeschafft zur Wache, sonst wäre der Tank wieder voll gewesen. Aber so halt leider nicht. Aber wir müssen ja eh eine Wasserversorgung aufbauen, deswegen ist es auch irgendwie kein Thema. So, Verteiler setzen wir dann gerade mal hier hin. Dann haben noch ein paar Leute nichts zu tun. Da klicken wir gerade hier nochmal einen Schlauch an, beziehungsweise den Verteiler. Und dann sollte sich einen Schlauch holen. Und dann können wir da auch loslegen mit dem Löschen. Doppelt. Also zwei Leute müssten dann direkt anfangen. Wie sieht es hier aus? Wo sind wir denn da überhaupt auf der Map? Wir sind da unten unterwegs. Die waren aber jetzt auch verdammt schnell losgefahren. Nicht schlecht. Na gut, die sind jetzt in wenigen Sekunden da. Aber ich gucke erstmal hier, dass ich hier nochmal jemanden zum Löschen schicke. Okay, eine Person sitzt oder hockt direkt neben dem brennenden Fahrzeug. Das ist eigentlich auch gar nicht so eine geile Position. Vielleicht ist es besser, du lässt den Schlauch doch nochmal weg. Da rausholen und da reinräumen. Finde ich gut. Und holst erstmal die Person da weg. Ah, ja, PKW ist der Einsatzleiter. Stimmt, den hatte ich ja noch mit beigerufen. Stimmt ja, habe ich komplett verpeilt. Weil ich das eigentlich sonst nicht wirklich gemacht habe, für einen Verkehrsunfall einen Einsatzleiter bewusst mit alarmieren. Ja, ich habe es manchmal gemacht, damit er ein bisschen unterwegs ist. Manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man halt da mit der Taste U alle Fahrzeuge zusammenpacken lassen kann, aber grundsätzlich braucht man den eigentlich nicht bei den Einsätzen, sagen wir es mal so. Grundsätzlich braucht man den eigentlich nicht. Okay. Was bist du eigentlich für einer? Du kannst dich eigentlich schon mal ein bisschen ausrüsten. Damit hier gleich rausgeschnippelt werden kann. So, Notarzt ist auch passend da. Wollen wir das Kindchen doch gerade mal ärztlich behandeln. So, was müssen wir alles machen? Lage erkunden, Unfallstelle reinigen, Beweis untersuchen, Betriebsstoffe entfernen, Leck abdichten. Ja, da haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Person mit Rettungsschere befreien, machen wir. Okay, Spiel sagt, nö, geht nicht. Dann nehme ich halt den einzelnen Kameraden. Da ist eine Person drin, wahrscheinlich brauchen wir noch einen weiteren Rettungswagen, gehe ich mal davon aus. Ich denke nicht, dass das Fahrzeug leer ist, weil das Kind kommt wahrscheinlich von dem Fahrrad. Brauchen aber auf jeden Fall noch die Stadtwerke. Genau, da müssen wir noch einen Rettungswagen rufen. Dann lag ich da richtig mit der Annahme.
Hat die gerade geschrien? Ja, anscheinend. Aber was hat sie denn überhaupt? Gebrochener Arm. Okay, das geht noch. Gebrochener Arm ist nicht so wild. Dann brauchen wir den Notarzt da gar nicht. Aber hier brauchen wir ihn wahrscheinlich. Oder vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah komm, ich gehe erstmal mit dem Rettungswagen dran. Immer erstmal gucken, was die Person überhaupt hat, bevor ich die Notärzte dahin schicke. So, dann gucken wir gerade mal hier. Das hat sich noch nicht wirklich ausgebreitet, ist aber auch okay. Die kam anscheinend auch... Oder nee, die hatte ich ja gerade auf der Einsatzanfahrt schon umgezogen. So. Verteiler dahin, dann haben wir irgendwo bestimmt auch einen Hydranten. Genau, der wäre aber verdammt weit weg. Da ist auch noch einer, der ist auch ziemlich weit weg, aber egal. Hauptsache, irgendwo kriegen wir Wasser her. So, dann gucken wir hier nochmal. Habe ich jetzt gerade keinen weiteren Rettungswagen da. Deswegen muss ich den Notarzt mal hinschicken. Hier wird auch ein Notarzt benötigt. Alles klar, Hirnblutung. Wir machen Tausch. Du gehst dahin. Du gehst erstmal da gucken. Dann brauchen wir die Polizei. Wo haben wir sie? Da. Oh, die Stadtreinigung kommt auch gerade angefahren. Ja, ich denke mal, die müssen das Fahrrad wegräumen wahrscheinlich. Hier leiten wir mal um. Dann gucken wir uns gerade mal hier die Beweise an. Einmal das Fahrrad. Dann können wir hier schon mal einen Abschlepper rufen. Dann müssen wir noch ein Leck abdichten und so weiter und so fort. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Rausgeschnitten sind schon mal alle. Das ist schon mal eine gute Sache. Hier, die Person ist auch nicht ganz so schlimm verletzt. Alles klar. Wir brauchen das Beinchen. So, dann können wir die Person mitnehmen. Hier ist der Notarzt noch fleißig am Behandeln. So, mit ihm können wir gerade mal das Leck abdichten. Mit der Stadtreinigung können wir gerade mal das Fahrrad aufsammeln. So, dann haben wir den einen Einsatz abgearbeitet. Gut. Der war, glaube ich, hier unten auf der Minimap, oder? Okay, nein. Das ist nicht der Einsatz gewesen. Alles klar. Schade, ich habe gedacht, es wäre schon gelöscht, aber stattdessen hat sich dieser Brand ausgebreitet. Na gut, dann holen wir halt noch die Polizei, die müssen wir sowieso noch dazu holen und lassen hier nochmal einen weiter mitlöschen. Beziehungsweise da könnte ruhig auch noch jemand anderes mit bei, aber ich habe anscheinend schon zwei Stück losgeschickt. Jawohl, genau, habe ich nicht gesehen gehabt. Alles klar. Gut, ihr könnt dann abfahren. Ihr habt auch schon aufgesammelt. Dann kann das Fahrzeug abgeschleppt werden. Du holst dir mal das Bindemittel. Der soll sich mal das Bindemittel holen. Genau. Okay. Dann sind wir hier so unfalltechnisch eigentlich fertig. Ich hoffe, der Rettungswagen ist da. Genau, der ist mittlerweile da. Der Notarzt kann direkt mal einsteigen. Der ELW, den brauchen wir nicht mehr. Die Feuerwehr kann eigentlich auch weg. Wir haben alles soweit abgearbeitet. Die Stadtreinigung kann auch weg. Geht nur noch darum, die Fahrzeuge jetzt abzuschleppen eigentlich. So, ihr könnt auch wegfahren. Da ist die Feuerwehr auch fertig. Gut, dann kann die Polizei ihren Job machen. Wunderbar geparkt. Einmal so, einmal so. Ihr nehmt wieder einen interessanten Weg, sehe ich gerade. Passt aber schon. Gut, 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 gut. Den Notarzt haben wir nicht gebraucht, den können wir wieder wegschicken. Polizeistreifenwagen können wir gerade mal ein bisschen weiter vorne parken. Aber der Rettungswagen kennt gerade den Weg nicht. Ja, wunderbar. Eigentlich solltet ihr euch eigentlich so ein bisschen davor stellen, damit keine anderen Fahrzeuge da aus Versehen dagegen fahren, weil sie ein bisschen blind sind. So, wir machen gerade mal Pfeil nach links an. Unfall, Pfeil nach links. Genau. Dann können wir vielleicht hier gerade mal von dem Streifenwagen ein Foto machen. Will der Notarzt da hinten nicht wegfahren? Anscheinend nicht. Doch, jetzt. Hat mich gerade ein bisschen gewundert. Okay, Abschlepper kommt. Das ist zu schön, wie das wirklich in der neuen Lüdenscheid-Modifikation
Version funktioniert mit den Abschleppern. Das ist wirklich Wahnsinn. Das war so ein richtiger nervender Punkt, aber das ist halt so ein Punkt gewesen. Emergency ist halt schon immer so, dass die Abschlepper kacke sind. Aber die haben es wirklich in der Modifikation geschafft, die Abschlepper schlauer zu machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das hat einen vorher immer so aufgeregt, weil man da 10-mal klicken musste und hoffen musste, dass sie es irgendwie abschleppen können. Oder man musste sich einen Kran rufen, um die Fahrzeuge anders dahin zu stellen, damit die Abschlepper dann dran gekommen sind oder lauter so Sachen. Und jetzt, man klickt einmal mit der Polizei drauf, der Abschlepper kommt, nimmt es auf, fährt weg. Man braucht sich nicht mehr drum kümmern. Das ist einfach zu geil. Viel zu geil. So, dann gucken wir hier nochmal. Da wird auch fleißig abgeschleppt. Das heißt, die Polizei kann schon wieder weg. Super. Gut, tun wir mal Einsatzstufe auf 3 machen. Da kommt auch der nächste Abschlepper. Dann könnt ihr auf Streife gehen. Dann ist der Einsatz nämlich durch und der Einsatz ist auch durch. Dann müsste eigentlich jetzt demnächst der nächste Einsatz reinkommen. Genau. TH0, VU-Sachschaden. VU-Sachschaden. Da parken wir doch einfach mal mit der Polizei hier hinter. Da stehen wir nicht im Weg. Wäre doch eine ganz nette Position, so wie es aussieht. Ist immer in irgendeiner Autowerkstatt oder so. Kfz-Meisterbetrieb STVN. Inhaber Nabil Lakbir. Okay. Dekra. Oh, das erinnert mich dran, ich muss nächsten Monat zum TÜV. Kacke. Ja. Umzüge ist der Milian. Umzüge. Okay. Gut, Polizei ist schon da. Ging arg flott. Ja, wir schalten gerade mal alle Lichter aus, die brauchen wir hier nicht. Wir stehen ordentlich geparkt. Wir befragen erstmal, beziehungsweise ein Kollege befragt die Zeugen und ein Kollege kümmert sich um die Abschlepper. Weil sich da echt die Personen selber drum kümmern könnten, aber egal. VU-Fußgänger. Gut, müssen wir gerade mal einen Streifenwagen hinschicken. Und VU-Fußgänger wurde gemeldet, deswegen schicken wir auch gerade nochmal einen Rettungswagen plus einen NEF dahin. Die können ja vielleicht hier so parken. NEF kann gescheit parken. So. Dann Abschlepper sind gerufen, oder? Ich weiß es nicht. Normalerweise müssten 2 gerufen sein, aber das Symbol wird gerade nochmal angezeigt. Aber von dem würde ich ausgehen. Abschlepper ist gerufen. Wird schon passen. Wird schon passen. Okay, da haben wir das Auto. Sag aber jetzt bloß nicht, da ist noch eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Tatsächlich, da ist noch eine Person jetzt eingeklemmt. Ja, wie krass. Ich schicke mal einen Rüstwagen hin. Ach stimmt, wir haben hier, Lüdenscheid haben wir ja auch ein Polizeimotorrad drin. Das haben wir ja auf Brandstedt nicht. Achso, er kann sich nicht um die Person kümmern. Er hat keinen Kofferraum für den Erste-Hilfe-Kasten dabei. Alles klar. Okay. Dann kümmere dich mal um die unwichtigeren Sachen. Wie zum Beispiel hier die Spuren untersuchen. Wäre ein klasse Anfang. Gut. Kann ich auch mit dem Motorrad umleiten? Ja. Angeblich. So. Gut. Da haben wir die Spuren untersucht. Gucken wir uns noch das Fahrzeug an. Da ist ja noch eine Person drin eingeklemmt. Wir können ja trotzdem schon mal Bilder machen und Spuren sichern. Was soll's. Aber der Kollege war schnell da. Er war schnell vor Ort. Ja, sind da jetzt Abschlepper auf dem Weg oder nicht? Ich glaube fast nicht. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe da aber einen Kollegen hingeschickt, der Abschlepper rufen soll. Egal. Jetzt kommen auf jeden Fall nochmal welche. Ja, nicht ganz so hübsch geparkt, ist aber in Ordnung. Ich habe jetzt einfach mal einen Rüstwagen hergerufen. Ich weiß nicht, ob man mit dem Rüstwagen auch Ölspuren abbinden konnte. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich wollte einfach mal wieder ein anderes Fahrzeug hier haben. Da kommt's angefahren. So, Umfeldbeleuchtung ist an. Lichtmast haben wir auch mit dabei. Schalten wir gerade mal an. Heckwarner ist an.
Guckt euch mal das Auto an. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich sowas dabei hatten. Keine Ahnung. Ich glaube aber ja, normalerweise müssten die das dabei haben. Sieht so aus. So, du kannst schon mal die Sachen abbinden. Wir müssen auch noch das Leck abdichten. Ich hoffe, dafür haben wir auch was dabei. Aber erstmal schneiden wir jetzt die eine Person da raus. Ein Rettungsdiensteinsatz kam noch rein. Alkoholintoxikation. Alles klar, da reicht normalerweise ein Rettungswagen aus. Den schicken wir gerade einfach mal hier hin. So. Da müssen wir noch so Leck abdichten. Ich hoffe, das haben wir dabei. Jawohl. Alles dabei beim Rüstwagen. Perfekt. Alles dabei. So, das Kindchen können wir abtransportieren. Oh, ist das ein Kind? Nee, sieht groß aus. Ist kein Kind. Ist, glaube ich, kein Kind. Keine Ahnung. Der Notarzt, der steht da. Der hat nicht so ganz den Parkplatz gefunden, wo er hin sollte. Er ist aber auch wurscht. Was hat der denn für ein cooles Blaulicht? Ist ja so ein Rundumlichteffekt. Geht aber hier oben schon auf dem geraden Blaulichtbalken los. Ist ja cool. Geht hier so um die Kurve und dann hier weiter. Das ist ja cool. Interessant. Habe ich so in der Realität noch nicht gesehen. Okay, können wir abtransportieren. Bis der Rettungswagen da ist, kann der Notarzt sich gerade mal darum kümmern. Und dann können wir das Fahrzeug eigentlich schon fast abschleppen. Also noch gerade das Leck abdichten. Umfeldbeleuchtung machen wir noch an. Genau, so, dann sehen wir auch, was wir machen. Sehr fein. Da sind wir jetzt durch mit. Dann können wir den Abschlepper rufen. Feuerwehr kann wegfahren. Packen wir zusammen. Was haben wir hier? Schleudertrauma, okay. Es müsste eigentlich gleich noch ein Einsatz reinkommen, weil wir sind auf Einsatzstufe 3. Feuerwehr fährt ab, alles klar. Ich lasse die Zeit mal schneller laufen. Dann gucken wir einfach mal, was gleich noch reinkommt. B1, Heimrauchmelder. Heimrauchmelder. Oh, das ist wieder so eine richtig unangenehme Position, weil da überall Hecken sind, Holzzäune und so weiter. Ja, schicken wir da alles hin. Komm, wir schicken auch wirklich B1. Oder? Ja, komm, machen wir so. PKW. Okay, da wird alarmiert, ist direkt nebenan. Wir parken sicherheitshalber auch mal ein Fahrzeug hier hinten, dann können wir nämlich von da hinten dran. DLK. Rettungswagen parken wir mal hier. MTW von der Polizei hier. Jo, fast die komplette Wache. Fast. Ein Fahrzeug fehlt. Was hat jetzt noch gepiepst? Irgendwas hat gepiepst. Ah, hier müssen wir noch die Unfallstelle reinigen, sehe ich gerade. Brauchen wir die Stadtwerke oder die Stadtreinigung. So, Abschlepper ist schon mal da, alles klar. Notarzt kann auch schon mal wegfahren, den brauchen wir gerade nicht mehr. Den schicken wir jetzt auch gleich zurück. Ist aber cool, dass wir hier fast jeden Unfallort reinigen müssen. Das finde ich eine gute Sache. Weil sonst hat man es halt oft, dass der ganze Dreck liegen bleibt. Aber hier jetzt gerade auf Lünscheid muss man fast jeden Einsatzort reinigen. Das finde ich gut. In dem Haus piept es angeblich. Das wollen wir doch gleich mal sehen. Es piepst nicht nur angeblich, es piepst wirklich und jetzt auch in den Nachbarnhäusern. Kacke. Boah, das wird unangenehm. Das wird unangenehm. Zum Glück haben wir keine weite Anfahrt. So von der Feuerwehrstation aus. Brauchen wir nicht mal das Presslufthorn, alles klar. Sind wir direkt vor Ort. Gut,
dann sorgt mal dafür, dass die Nachbarhäuser nicht brennen. Beziehungsweise das eine brennt ja schon. DLK ist da. Mit der DLK löschen wir auch erstmal das Gebäude, was jetzt zuletzt angefangen hat zu brennen. Könnt da dran gehen, euch Wasser holen. Ich hätte gern... Komme ich von hier drüben? Weil hier ist nämlich die Kirche. Wenn die Kirche abfackelt, bin ich böse. Ich habe zwar mit Glauben nichts an Hut, aber ich mag einfach diese Bauwerke. Es ist auch immer ein Muss, wenn ich eine Stadttour mache, eine Stadtreise, mir irgendeine Stadt anzugucken, dann gehe ich auch immer in die Kirchen rein. Nicht, weil ich gläubig bin, weil ich da irgendwas mit am Hut hätte. Nein, habe ich nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde einfach, die Bauwerke sind einfach immer phänomenal. Also, was man da in der damaligen Zeit gebaut hat für Riesenwerke und wie edel und wie fein und wie sauber und wie geil man da gearbeitet hat, ist einfach Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn. Deswegen gucke ich mir auch immer dann so Kirchen halt an bei so Städtetrips. Warum genau kann die DLK... Achso, die haben mich angeschlossen. Okay. Ich finde einfach, die Bauwerke sind halt immer richtig, richtig verblüffend. Und ich finde, um sich halt so Bauwerke anzusehen, muss man mit Religion nichts am Hut haben. Das kann man auch einfach so machen. Okay, kleiner Ruckler gerade, aber es hat sich wieder gefangen. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus, alles klar. Dann kann ich das wegmachen. Da ist die Stadtreinigung da, dann machen wir jetzt noch ein bisschen sauber hier und dann kann man die Polizei eigentlich auch auf Streife schicken. Falsche Taste. T. So. Dann ist das gleich erledigt. Schicken wir die gleich weg. Okay. Ja, die kleinen Schnipsel bleiben noch liegen, das ist aber okay. So, dann sind wir damit auch durch. Und hier brennt hinten schön die Hecke. Halleluja. Nicht ganz so geil. Ich finde es auch immer wieder krass, wie klein und eng diese Treppenhäuser sind zu den Glockentürmen hochstellenweise. Ja, wenn man auch den Kölner Dom hochgeht, die 509 Stufen oder wie viel das waren, oder in Frankfurt im Dom quasi da hochläuft, das ist so eng, da kriegt man, wenn man Platzangst hat, kann man da nicht reingehen. Und es ist wirklich unglaublich eng. Und wenn man dann überlegt, ja okay, die müssen ja irgendwie auch noch die Baumaterialien da hochgebracht haben oder keine Ahnung, da muss jeden Tag jemand hochgelaufen sein zum Kirchenglockenläuten und was weiß ich. Wahnsinn. Also, wenn du das einmal am Tag hochläufst, bist du fertig mit der Welt. Also, das ist wirklich krass. Okay, wir haben da so Poller, die eigentlich runterfahren können, aber wir fahren einfach durch die Kirche durch. Ja, Kölner Dom war schon anstrengend, die 509 Stufen hochzulaufen, das war schon echt hart. Ein Frankfurter Dom hat man halt das Problem, der ist noch enger als der Kölner Dom bei der Treppe. Und da laufen auch die Leute die gleiche Treppe hoch wie runter. Und du kommst da kaum aneinander vorbei. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da muss man schon, ich bin jetzt so jemand, ich habe eigentlich keine Platzangst. Aber man musste da doch stellenweise mal so tief durchatmen, damit man da irgendwie nicht in Panik verfällt oder irgendwie Kreislauf kriegt, keine Ahnung. Also es war schon ein bisschen beengt. So, jetzt klingelt es gerade an der Tür, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Bei uns ist jetzt demnächst Bürgermeisterwahl. Und jetzt klingelt halt echt irgendwie gefühlt jeden Tag irgendein Kandidat, der sich irgendwie da vorstellen möchte. Und interessiert mich eigentlich alles gar nicht mehr. Das Thema ist für mich schon erledigt, sagen wir es mal so. Ja, wir hatten Briefwahl beantragt und man hat sich auch vorher schon erkundigen können im Internet. Da gab es eine Frage oder so ein Interview quasi wurde da gegeben oder jeder Bürgermeisterkandidat wurde befragt und auf YouTube wurden Videos dazu hochgeladen. Und das haben wir alles quasi schon erledigt. Jetzt in 2 Wochen ist quasi die Wahl und jetzt klingelt es halt wirklich gefühlt jeden Tag und hast jedes Mal irgendwie einen anderen Kandidaten vor der Tür stehen, der sich irgendwie vorstellen möchte. Ja, mein Gott, sollen sie es machen. Aber es war halt schnell jetzt erledigt bei mir, weil ich gleich gesagt habe, ist schon erledigt bei mir. Also ich brauche keine Unterlagen mehr, ich brauche keinen Kuli mehr oder sonst was. Wobei, Kulis habe ich dieses Jahr eigentlich noch gar nicht bekommen. Kuli habe ich dieses Jahr noch gar nicht bekommen. Wir haben ja einen festsitzenden Aufzug reingekriegt. Schicken wir einfach mal einen HLF hin. So.
Polizei habe ich jetzt auch gerade nochmal hergestellt gehabt, aber ich habe da hinten einen Streifenwagen stehen. Ich muss nur sagen, als der grüne Kandidat geklingelt hatte an der Tür, den habe ich ein bisschen unhöflicher weggeschickt, muss ich sagen. Aber ich darf auch. Ich habe wegen den Idioten meinen Job verloren. Also Entschuldigung, wenn ich sowas sage. Aber ich habe private Gründe deswegen, dass ich Grund auf Hass gegen Grüne habe. Also ja, kann man nichts machen. Aber ich habe auch allen Grund dazu. Ja, ist nicht nur der Jobverlust, sondern auch viele weitere Dinge, wo ich mir denke, Alter, ihr seid so blöd. Aber gut, kann man nichts machen. So, wir haben hier ein brennendes Haus. Das ist direkt neben dem Brand, wo wir eben waren. Sehr interessant. Sehr interessant. ELW. HLF schicken wir gerade nochmal hin. Die kommen jetzt wahrscheinlich direkt wieder hergefahren, die ich gerade weggeschickt habe. Beziehungsweise die waren ja eigentlich von der Wache hier nebenan. Die sind wahrscheinlich schon wieder zurück, oder? Ja, okay. LF. Gucken wir hier hin, DLK, weitere. Habe ich vielleicht ein bisschen viel alarmiert, aber es steht B2 da. Was machen wir da? Ich bin auch genauso schlecht, auf unseren jetzigen Bürgermeister zu reden. Also das ist, und das ist kein Grüner. Der gehört, glaube ich, der CDU an oder so. Der ist aber dermaßen verhasst mittlerweile in der Stadt. Das ist echt Wahnsinn. Das muss man erstmal schaffen. Und dann hat er der ist auch wieder für die Wahl angetreten. Und er hat auf seinen Werbeplakat genau die Gegenteile von dem stehen, wie er die ganzen Jahre war. Menschlich, offen und was weiß ich. Die drei Sachen stehen da drauf. Und das sind die drei Punkte, für die er immer extrem kritisiert wird, weil er weder offen sagt, was eigentlich im Hintergrund gerade läuft, was geplant ist, was gemacht wird. Man weiß von nichts. Man sieht ihn nur immer auf irgendwelchen Zeitungsbildern, wie er wieder rumposiert und mehr macht er eigentlich nicht. Es ist wirklich leider so. Man weiß halt gar nicht, was läuft. Er ist auch nicht wirklich menschlich. Wir haben, seitdem der Bürgermeister da ist, die höchste Gewerbesteuer im kompletten Kreis. Kann auch sein, in komplett Hessen. Ja, hat er auch eingeführt und lauter so Sachen. Ja, also wirklich lauter negative Sachen hat er gemacht. Und dumme Sachen und auch Projekte. Wir haben zwei Sachen, die liegen brach in Gelnhausen. Ja, ein riesengroßes Einkaufszentrum, was seit vielen, vielen Jahren zu ist, geschlossen ist und die Stadt kriegt es einfach nicht auf die Kette, da was draus zu machen. Ja, laut ihm läuft das alles jetzt. Ist ja jetzt erst die dritte oder vierte Ausschreibung, die läuft. Oder keine Ahnung. Und es kommt einfach nicht zu einem Ende, sagen wir es mal so. Es soll ja alles angeblich laufen, aber dann hörst du andere Quellen und sie ist ja auch selber, dass sich da nichts tut an dem Gebäude. Keine Sau hat Interesse. Die Leute, die Interesse haben, wurden alle von der Stadt quasi abgeschreckt. Ist schon sehr interessant. Also du hörst komplett irgendwie die Lügenkampagne oder so oder total die Unwahrheiten, was er da im Wahlkampf gerade macht. Und da hat er sich jetzt noch unbeliebter gemacht, weil alle Leute sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, was er da schreibt. Es tut sich doch einfach nichts. Ja, genauso, die Stadthalle in Gelnhausen ist seit, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren geschlossen, weil die Brandschutzbestimmungen nicht mehr eingehalten werden konnten, weil das komplette Ding eigentlich wie Zunder ist. Sagen wir es mal so, du kannst halt keine hunderten Leute mehr reinschicken. Hat sich, seitdem er Bürgermeister ist, auch nicht wirklich was getan. Das Ding darf halt immer noch nicht benutzt werden. Ja, zwischenzeitlich gab es die Überlegung, da irgendwie eine komplett neue Halle zu bauen, außerhalb von der Stadt. Sollte dann irgendwie auch nicht gemacht werden und wurde dann auch nichts mehr gemacht. Genauso wie der Bahnübergang in Heiler, da hat sich auch nichts mehr getan. Ja, gibt es einen Bahnübergang quasi von Heiler nach Lieblos rüber. Und Heiler ist ein Stadtteil von Gelnhausen. Und wunderbare Verbindungsstrecke. Aber da wird auch sich nicht entschieden, der Bahnübergang kommt jetzt weg, die Bahn hat entschieden, aber wann genau da jetzt eine Brücke gebaut wird oder eine Unterführung, steht in den Sternen, der Bahnübergang ist aber auf jeden Fall weg. Dann ab nächsten Jahr, glaube ich, oder ab diesem Jahr irgendwann, dann muss man halt einen riesen Umweg fahren, aber mein Gott, der Umwelt zuliebe, machen wir das halt gerne mit unserem Diesel. Ja, keine Ahnung, also seitdem er irgendwie da ist, ist so wirklich keine Entscheidung gefallen, mit der man hätte irgendwas anfangen können als Bürger. Das Einzige, was gemacht wurde, die Grundsteuern wurden extrem angehoben. Die Gewerbesteuer sind die höchsten, weit und breit. Und. Es gibt lauter so Punkte. Ich würde mich an denen seiner Stelle gar nicht mehr getrauen anzutreten. Jetzt mal ehrlich.
Ich habe ja auch letztens schon mal in einem Video erzählt gehabt, bei uns war wieder diese Müllsammelaktion in den Stadtteilen quasi von Gelnhausen. Und das Einzige, was der Bürgermeister gemacht hat, er ist gekommen, hat sich auf dem Britschenwagen ablichten lassen, wie er so tun würde, als würde Müll sammeln, und ist dann direkt wieder weggefahren, weil er angeblich wichtigere Termine hatte. Heißt, die ganzen Bürger von den Ortsteilen haben dann Müll gesammelt, der Bürgermeister war da, hat sich ablichten lassen für die Zeitung und ist dann zu einem anderen Ort gefahren, angeblich. Aber wohin genau, was genau, warum wie genau, hat er alles wieder nicht gesagt. Also man hat auch nichts mehr von gehört, dass er da an dem Tag irgendeinen wichtigen anderen Termin hatte, also keine Ahnung. Es war ein Sonntag, er wollte wahrscheinlich frei haben, ich weiß es nicht. Aber es ist halt irgendwie schwach. Es ist halt irgendwie schwach. Naja, Politik immer wieder ein schwieriges Thema. Pol, häusliche Gewalt. Gut, schicken wir gerade mal die Polizei hin. So, kümmern wir uns auch gerade mal darum und ich mache mal Einsatzstopp dann rein. So, einer kümmert sich wieder mal um die Abschlepper. Ich hoffe, diesmal klappt's. Dann befragen wir die Zeugen. Da haben wir da hinten noch einen blöden Gaffer. Den müssen wir auch noch irgendwie wegschicken. Gut, hier haben wir den Aufzug, da müssen wir uns auch mal langsam drum kümmern, sonst dreht die Person wahrscheinlich noch durch. Ich schicke einfach mal ein paar Leute rein. So. Natürlich ist der Eingang wieder auf der Rückseite, oder wie? Wahrscheinlich hier. Oder da. Okay, die fangen an zu arbeiten, finde ich gut. Die Polizei nimmt direkt den harten Ernstfall Abwegabkürzung. Harte Ernstfallabkürzung ist die Polizei gefahren. Sehr gut, dann schicken wir die gerade mal rein. Oh, wir haben hier noch mehrere Gaffer, sehe ich gerade. Hier, da und da. Oh Gott. Hat nichts Besseres zu tun. Okay, dann können wir das Fahrzeug abschleppen lassen. Ah, nee, ich habe vorhin nicht die Fahrzeuge abschleppen lassen. Ich habe die untersuchen lassen. Und habe dann vergessen, die abschleppen zu lassen. Ich muss dann zweimal quasi auf die Fahrzeuge klicken. So. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Gaffer. Mal gucken, ob wir irgendjemanden festnehmen müssen da. Da war es der Mann. Ich habe vergessen, vorher zu betten. Okay, dann fahren wir mal zurück zur Polizeiwache. Hier wird gerade jetzt jemand aufgeklärt, dass Gaffen doof ist. Dann brauchen wir noch die Feuerwehr. Wir haben nämlich hier einen schönen Ölfleck. Haben wir hier irgendein cooles Fahrzeug, was ich selten im Einsatz habe? GWL-2. Könnte man theoretisch herschicken. Weil mit den GWLs kann man eigentlich meistens die Ölspur weg. Aber wir probieren es mal aus. Ich teste einfach mal wieder ein bisschen rum. Oh, Gaffer wurde festgenommen. Gafferin wurde festgenommen. Ja, krass. Aber den kleinen Bubi werden wir bestimmt nicht festnehmen, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt ein Emergency geht. Würde mich auf jeden Fall sehr schockieren. So, okay. Der hat Schimpfe gekriegt. Okay, der kleine Bubi. Weiß Bescheid, wurde weggeschickt. Hat mal alle Lichter ausgemacht. Das ist irgendwie auch immer so sinnlos, wenn man mit Blaulicht auf dem Parkplatz hier stehen bleibt und Warnblinker an und Scheinwerfer an und so. Man ist ja eigentlich ganz normal geparkt. Ist ja jetzt nicht so wild hier, dass wir die Leute warnen müssen. Ja, ist halt eine Ölspur. Könnte man sich nochmal hinstellen und dann sagen, Achtung, liebe Motorradfahrer, für euch wird es gefährlich. Aber ansonsten, ja, man sollte ja eigentlich sehen, was hier Sache ist. Aber normalerweise könnte man sich als Polizist mal hier hinstellen. Oder halt Pylon außenrum. Okay.
weiß gar nicht, hatte ich für die Folge schon ein Foto aufgenommen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Als es an der Tür geklingelt hat, hat mich jetzt wieder so ein bisschen rausgebracht. Naja, wir können ja mal einen Streifenwagen fotografieren. Mit schönem Schattenfall drauf. Warum nicht? Geht immer. Kommt da die Feuerwehr angefahren? Oh, schönes Fahrzeug. Ist nur ein bisschen nah an der blauen Wand geparkt, deswegen ist es ein bisschen schlecht zu fotografieren gerade. Jetzt kommt der Abschlepper noch und stellt sich davor. Es wird immer schlimmer. Na dann. Okay, nee, ich lasse es, ich geb's auf. So. Dann steigt mal aus. Ich glaube aber, ich kann hier nicht mal was machen, weil es steht hier nicht da, dass hier eine Ölspur ist. Nee, ich kann da nichts machen. Alles klar. Gut, wir haben es aber probiert. Ich habe nur gerade gesehen, es steht hier oben gar nicht mit dabei. Alles klar, dann ist es nur so vom Szenario her. Aber nicht wirklich irgendwas zu tun für uns, alles klar. Gut, dann sind wir fertig mit dem Einsatz. Dann würde ich sagen... Ich schicke hier nochmal ein paar Fahrzeuge weg. Oh, schöne Bruchbude. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch einen Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.